Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Punch Club. Wir können Champ? Ne, Champ können wir nicht spielen, okay. Ja, wir sind hier gerade bei Mick. Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir bei Mick zu suchen haben. Egal, wir trainieren einfach mal weiter. Die nächsten Kämpfe sind als eben in 2 Tagen. Gut, dann trainieren wir mal weiter. Und ja, machen wir einfach mal. Weil momentan haben wir ja genug Geld. Geld brauchen wir also nicht mehr. Wir haben genug Essen, Energie, alles. Das brauchen wir also auch nicht mehr. Jetzt müssen wir nur noch hier Stärke 13 sichern. Und wir brauchen vielleicht noch mehr Talentpunkte. Aber die kriegen wir ja nur durch Kämpfe. Oder halt durch den einen da im Gym. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Irgendwie Till oder so, keine Ahnung. Und ja, dann holen wir uns mehr Talentpunkte, geben die aus und dann werden wir unbesiegbar. Und dann sterben wir irgendwann als Legende. So. Ja, ich wollte, glaube ich, auch nochmal Geschicklichkeit irgendwie hochballern, weil 4 dann doch ein bisschen wenig ist. Weil wir dann doch relativ selten treffen. Ich habe jetzt, gefühlt 3-4 Wochen keinen Punch Club mehr gespielt. Also ich muss jetzt hier erstmal wieder reinkommen, erstmal nochmal meine Gedanken nochmal sortieren. Was ich nochmal genau wollte, nee, wir machen das hier. Weil das hier würde noch nichts bringen. So. Und dann müssen wir gleich was zu essen schnabulieren. Und dann geht es hier weiter. So, lauf jetzt nur noch eben zu Ende, dann gehen wir noch mal eben mal auf die Hantelbank. Dann essen wir mal eben was. Und dann geht's weiter. So, 13 sichern. 13 sichern, dann müssen wir essen. Und go. Essen. Und dann ist morgen, glaube ich, auch schon der nächste Kampf. Ich hoffe, wir haben jetzt da was drin. Genau, nice. Wir haben ja eh keine Geldnot, deswegen geht das ja. So, Hantelbank. Dann kommt jetzt wieder Punching Ball, falls ich das kann. Ja, noch. Dann kommt gleich wieder Laufband. Komm. Level 5. Nice. Gut, dann kommt Laufband. Mal schauen, ob wir das auf 8 kriegen. Ja, wird schwer. Wird schwer. Wir sinken jetzt eh wieder herab. Punching Ball. Ja. So. Heute sind nämlich dann auch wieder die ganzen Kämpfe. Dann will ich hier auf 5 machen, da auf 8 und dann schaffen wir es 100 Pro. So, okay. 5. Gut. 8, bitte. Ah, wird schwierig. Wird sehr schwierig. Schaffen wir es hiermit? Das könnte gut sein. Komm. Komm, einmal noch. Ein Tick noch. Ein Ausdauerpunkt. Ja. Nein, noch einer. Ja. Das ist die 8. Nice. Gut. Können wir auch kämpfen. Geplante Kämpfe oder Playoff. Erstmal Playoff. Ja. 8, 4, 12, 13, 5, 8. Ja, sollten wir packen. Gut. 30 Schaden. Nice. 12 Schaden. 27, 39, 69. Nice. Jetzt kommt er dran. Nein. 21, 30. Nice. Siehste? Sehr schön. Das war zu einfach. So, Kampf. Kämpfen. 12, 6, 8. Das könnte knapp werden. Normalerweise. In dem Spiel ist ja eh nichts normal. Jetzt habe ich gerade mein Handy runtergeworfen. Nice. Der hat schon keine Ausdauer mehr. Nice.
Das schaffen wir auch ganz locker. Nice. Win. Sehr schön. Oh, plus 10. Das ist sehr schön. So, was holen wir uns denn als nächstes? Muskelgedächtnis. Könnten wir machen. Oder wir machen hier nochmal. Motivation. Berserker. Hast du... Okay, nee. Noch nicht. Erstmal Motivation, würde ich sagen. Können wir nämlich auch noch besser leveln. So. Jetzt mal nach Hause. Dann vielleicht nochmal zu... Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Diana oder so. Ne, Ariane. Oder Ariadne? Keine Ahnung. Ah ne, essen will ich jetzt nichts mehr. Eben zu Roy. Zu Adrian, genau. Plaudern. Die muss ich erstmal wieder in uns verlieben. Dann sage ich, verliebe dich und dann ist alles okay. So. Wir müssen hier nach wahrscheinlich wieder essen. Das braucht doch ziemlich lange. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal erst das aufleveln, weil wir dürfen nicht unter 13 fallen. Nicht unter 13. Nicht unter 13. Komm schon. Komm schon. Warte, das Auto ist wieder da. Hä? War es nicht letztens weg? Okay. Kapier ich nicht. Ah ne, das wurde von diesen maskierten Typen da gestohlen, ne? Und dann haben wir ja, dann haben wir sie ja besiegt und das war's dann, ne? Was haben wir schon die Fähigkeit, dass wir nicht unter 13 sinken? Das wäre natürlich nice. Tack, 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 tack. Was haben wir heute wieder im Kampf? Oh, wir haben heute wieder Kämpfe. Shit. Halbfinale. 10, 6, 10. Zack. Komm schon. Komm schon. Das ist unser Kampf. Nein. Nein. Nein, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ah, der hat gleich keine Ausdauer mehr. Jetzt. Komm. Nein. Ja. Ja. Nice. Jetzt sind wir an der Reihe. Zack. Nein. Zack. Nein. Ups, das war mein Handy schon wieder. Ich sollte das vielleicht mal ein bisschen weiter weg tun. Komm schon. Ja, nice. Komm, 70 Leben noch. Komm schon. Komm schon. Bitte. Bitte. Nein. Ja. Ja, nice. Schön. Halbfinale auch gewonnen. Sehr schön. Gut, Victor. Kernflieger. Das hier. 11, 8, 11. Oh, das wird noch schwerer. Zack, zack. Ah, wir sind direkt als Erster an der Reihe. Oh. Der macht direkt seine Kombi. Zack, nice. Der hat schon keine Ausdauer mehr. Zack. Sehr schön. Auch das gewinnen wir. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Wir werden unbesiegbar. Was ist jetzt los? Du musst dich um Don kümmern. Danach können wir reden. Blutige Meisterschaft, Ultimate League Endsport. Es war schwierig, aber doch nicht so schwer, wie erwartet. Ich muss mich um Don kümmern. Dann können wir reden. Dann machen wir das doch mal eben. Donchen, hallo. Wie geht's, Don? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, mein Junge. Störe mir nicht grundlos. Ich will an dem großen Kampf teilnehmen. Ich habe noch keine Karte. Achso, wow. Das ist schade, Junge. Du brauchst diese Karte, um teilzunehmen. Okay, super. Super, super. Zurück nach Hause. Einmal was essen, dann einmal schlafen. Schlafen. Mach euer Bubu. Dann trainieren wir wieder. Dann geht's weiter. Ach so, okay. Dann müssen wir den Endkampf endlich kriegen, um dann mit Don weiterzumachen und die Ultimate League vielleicht fertig zu kriegen. Oder was steht hier dran? Was ist das hier eigentlich? Bitte Roy mit dir zu trainieren. Räche Fluffy, niemand tut deine Katze weh. Street Fighter gewinne 5 Straßenkämpfe, das ist nicht einfacher. Du schaffst das schon? Okay, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Wer ist das? Max Geheimnisse, verdiene Max Vertrauen. What the fuck, wer ist Mac? Gewinne das Challenge Playoff, um diese Karte zu bekommen, dann lasse ich alles. Okay. Okay, Ultimate League haben wir jetzt, glaube ich, fertig. Entfernte Länder.
die Antwort. Stelle Power Armor zusammen, okay. Wir müssen also Street Fighter noch werden. Alles klar, machen wir mal eben. Komm. Bar. Die Bar. Verlieren wir natürlich keine Zeit. Hallo. Gib mir Test ein Können. Okay. 3, 2, 3, alles klar. Den hauen wir weg. Zack. 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 Und. Ja, komm. Kitzel mich doch nicht so. Zack. Weg mit dir. Da können wir auch schon wieder Talentpunkte, das ist nice. Teste dein Können. Du solltest dich vor dem nächsten Kampf ausruhen. Ugh. Ich kann nicht immer mehrere meinen Tag machen, das ist doof. Dann machen wir das ja jetzt mal jeden Tag einfach mal. Wir. Ach man. Ich wollte gerade sagen, level noch ein bisschen die Ausdauer, aber das geht ja noch nicht. Pumpen wir mal eben noch. Komm. Komm, 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 komm. Das ist ziemlich nice. Das ist ziemlich nice. So, Punching Ball. Und dann wieder laufen. Komm schon. Gib dein Bestes. Dann werden wir unbesiegbar. So, zack. Da ist der Kampf endlich. Ja. Endkampf. 12-7-9 gegen Bill Wilson. Ja. Oh, Combo war stark. Wir haben auch eine starke Combo gemacht. Und wir machen schon wieder eine starke Combo. Combo! Ah, er hat uns wieder getroffen. Er hat keine Energie mehr. 81 zu 171. 50, 12. Und gewonnen. Nice. Du gewinnst. Playoff vorbei. Du hast die Liga gewonnen. Belohnung 20 Talente, 20, 200 Geld. Nice, easy. Ist Zeit, unseren neuen Champion zu feiern. Ich weiß, dass du Mick etwas schuldest. Die Medaille, wo ist sie? Ich hatte wirklich gehofft, dass du das nicht rausfinden würdest. Erinnerst du dich an meine Schulden? Ich musste die Medaille Don geben. Verdammt. Nun, da ich jetzt die Profi-Card habe, kann ich Don vielleicht irgendwie überzeugen. Professional Multicard hat auch direkt eine Errungenschaft freigeschaltet. Die Karte ist dein. Jetzt können wir mit deinen Fäusten richtiges Geld verdienen. Dann sollst du Don besuchen. Vielleicht hat er ja etwas für dich. Ja, das sollte ich wohl. Ich glaube, wir sollten Don besuchen. Aber ich glaube, wir sollten vorher noch irgendwas aufleveln. Dauerläufer, was war das? Deine Ausdauer sind nicht unter 4. Was bin ich denn? Nee. Will ich irgendwie nicht. Muskelgedächtnis? Nee. Machen wir mal Berserker. Einfach mal Berserker. So, Stadtkarte. Der Don. Komm mal her, Don. Na, Don? Wie geht's dir? Hi, ich bin der Typ, der das Playoff gewonnen hat und ich will die Medaille, die du von Silver bekommen hast. Ich habe gehört, dass du jetzt eine Profikart hast, aber ich weiß nicht, ob du Ivan Giev besiegen kannst. Ja klar, ich gewinne alle Kämpfe. Gut, gut. Der Kampf beginnt, sobald du bereit bist. Ich will an den großen Kampf teilnehmen. Du hast meine Profikarte gesehen. Ich bin bereit. Sehr gut. Geh in die Muckibude und bereite dich vor. Leider hast du dir am Heimweg dein Bein gebrochen. Du musst eine Krücke laufen. Deine Beine zu trainieren ist daher weniger wirksam. Hey Großer, ich habe gehört, du hast einen großen Kampf und kannst mit dem Bein nicht teilnehmen. Ja, und ich muss dort sein. Wirklich. Mein Schicksal hängt davon ab. Ich kann für dich kämpfen, Großer. Ich kann das. Weißt du, du bekommst das Ding von Don und ich werde berühmt. Also, bis morgen, Großer. Ich werde da sein. Oh, shit. Ivan Giev war unaufhaltsam. Roy hat keine Chance. Ich habe dich enttäuscht. Das ist in Ordnung. Bleib ruhig, lieben Bro. Roy ist tot. Die Medaille ist auf dem Weg nach Russland. Ich muss dir die Medaille zurückholen. Fliege nach Russland und besiege Ivan Giev. Ein alter Freund von mir lebt dort. Er wird dir helfen.
the fuck, Alter? Die ist einfach gestorben.